Was? Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Stimmt auch noch. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Oh. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Was? Ach cool, guck mal! Madam President! Alter, wie cool ist das denn? Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Das ist ja abgefahren. Bitte! 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 Bitte. Rückrufzentren. Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen, und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Madam President, bitte! Hacking? Bitte! Bitte! Madam President! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Madam President! Bitte! Was? Madam President! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Oh Gott. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Bitte! Gott, wie böse ist das hier? Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Was sagen Sie dazu? Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine lebenden Wesen. Alles, was wir tun, ist defekte Maschinen zu zerstören. Danke. Das wäre alles. Wow, cool. Oh Gott. Aber... beschissene Idee. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Oh Gott. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Da hält sich CyberKnife selbst nicht an die Regeln. Zur Hölle. Der dunkle Turm. Larumans Turm. Naja, okay, cool. Du Scheiße. Nichts Verkehrtes sagen. Nichts Verkehrtes tun, Connor. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Scheiße. Ja, ich komme. Keine Panik. Die folgen auch. Ja, okay, sie sind sehr, sehr vorsichtig. Ich komme.
Ja, komme. Agent 23 identifiziert. Alter. Agent 72 identifiziert. Zugang autorisiert. Schlagt sich schon wieder die Hände. Selbstverständlich. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Aha. Okay. Seit wann kann er denn auch Dinge vorkonstruieren? Waffe? Also sollte ich ihn zuerst ausschalten, oder? Oder nicht? Ich bin gerade nicht ganz sicher, was er von mir will. Ich kapier's nicht. So. Ach so. Ach so. Das funktioniert, Connor. Ja, es hat funktioniert. Das. Ihre Identität und ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Sehr gut. Oh Gott. Ist wieder so ein Kapitel. Macht mich immer ganz krank. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Oh, das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Was? Temperatur sind. Ach so. Also bevor sie noch erfriert, ich möchte eigentlich nichts an ihr ändern, aber bevor sie noch erfriert womöglich. Es ist ein Fehler, es ist ein Fehler, es ist ein Fehler. Oder? Gleich geht's dir besser. Ja. Danke. Okay, war vielleicht doch richtig. Okay. Kleine Alice. Das schaffen wir jetzt auch noch. Wir haben so viel schon geschafft. Dann schaffen wir das hier auch noch. Das wäre so ein Ärgernis, wenn das hier jetzt in die Hose gehen würde.
Ich möchte es eigentlich nicht, aber zur Sicherheit, komm, wenn es gar nicht mehr anders gehen sollte. Aber steck die bloß weg und trag die nicht offen rum. Weg damit. Gut. Gut. Na komm. Lass uns gehen. Ich kann jetzt nichts tun. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Sonst hab ich gesagt. Gibt es von vielen? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Es wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, ich bin hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Die Jerry ist auch Mann, Leute. Ihr wisst, dass ich die mag, Arschlöcher. Okay, komm. Okay, gehen wir. Okay. Ach Mann. Die Jerrys sind aber auch lustige kleine Kobolde, verdammt. Hey, Kumpel. Meine Frau erwartet mich und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Oh Gott. Scheiß Android. Uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Wo ist die Kleine? Es geht dir gut, sie hat sich versteckt. Los, bevor sie dich sehen! Die Jerrys, oh danke. Das habe ich gebraucht. Die Jerrys. Die kleinen Kobolde. Verzieh dich, Mann. Oh Gott. Was rüber. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe. Es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Das stimmt, Alice.
Wir haben aber nicht mehr die Zeit dafür. Oh mein Gott, nein. Wir haben nicht mehr die Zeit für den sicheren Weg, weil wir die Jerrys gerettet haben, verdammte Scheiße. Gott. Aber ich bereue es nicht. Aber wir können den Bus nicht verpassen. Wir dürfen nicht. Wenn die den Bus verpassen, ist es bestimmt vorbei für die beiden. Gott, ich habe keine Zeit mehr. Kontrollpunkt. Wir müssen hier durch, wir haben nicht mehr die Zeit. Wir haben nicht... Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir das überleben werden. Gott, ich habe Schiss gerade, aber wir haben einfach nicht mehr die Zeit dafür. Wir haben nicht mehr die Zeit. Wir müssen hier den direkten Weg gehen. Keine Panik, okay? Bleib ganz ruhig. Das soll einfach werden. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein, bis sich die Lage beruhigt. Genau. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist an Soldaten nicht gewöhnt. Sie hat ein bisschen Angst bei all dem, was passiert. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Oh Gott. Hey, Moment mal! Du hast was verloren. Danke. Bitte schön. Ja. Oh mein Gott, die wollen mich umbringen. Die wollen mich einfach umbringen, diese Entwickler. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Oh, der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Oh Gott. So weit. Ach, direkt bei einem Lager auch noch. Ich weiß, was jetzt kommt. Aber ich möchte mal erwähnen, dass ich nicht die Erste war, die gespoilert hat. Wenn es so ist. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Ja. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergibt euch, oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Nein.
Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Irgendwas? Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Genau. Solange wir können. Oh Gott. Wir halten durch, ja. Aufgepasst. Oh, Scheiße. Mist. Ja, würde ich sagen. Das könnte man so sagen. Oh, jo. Was? Ach so. Scheiße. Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Ja, aber... Oh. Sag mal, wollen die mich eigentlich verarschen? Habe ich einen Fehler gemacht? War ich nicht schnell genug? Der Busbahnhof. Wir sind da, alles geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets. Sie nehmen uns nicht mit. Oh Gott. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Ende Tickets. Gott. Gott, Connor, ey. Scheiße. Ich glaube, Oliver mag dich. Bitte still halten. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle. Bitte still halten. Danke.
Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Scheiße, Mann. Ich würde sie am liebsten zurückgeben, aber wie kommen wir denn dann weg hier? Nein. Tut mir leid. Okay, danke für die Abnahme. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Oh, scheiße. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie komm, waren hier komm, in meiner ich kann Tasche. Das lag nicht. Auf dem Boden. Oh, ich kann das nicht. Danke, das ist ein kleines Baby, verdammt. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Ja, das hab ich wohl. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Ja. Wir finden einen anderen Weg. Leider hab ich das wohl. Oh Mann. Oh Gott. Ich bin eh schon so angeschlagen jetzt von diesem Kapitel. Das macht mich völlig fertig alles. Wo kriegen wir denn jetzt nochmal Tickets her? Bitte stillhalten. Ja, komm, komm, komm. Danke. Gibt es irgendetwas, was wir tun können? Irgendwas? Finde einen anderen Weg, um zu gehen. Kann ich denn hier raus? Adam! Aha! Kara! Schnell! Mir nach! Was? Bisschen weniger auffällig wäre nett. Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Okay. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja. Ja. Wir kommen. Okay, steigt ein. Wir haben keine andere Wahl. Da wir einfach das Richtige getan haben. Oh Mann. Es war aber auch gemein, dass das kleine Baby dabei war. Das kann man ja dann gar nicht machen. Oh!
days of slavery are over. 6 feet under, still no one can hear. My cry for help falling on deaf ears. So desperate for your attention, whore. Tell me why anyone would pretend and choose a life they would want to end and never fear. I'm a machine. My name is Marcus. This is our story. This is killing me. I can't. There's something inside me that knows that I am more than what they say. I am alive.